Hallo, der Marc vom Digital Media Center beim Minister. Deutsche. Grüß dich, mein Lieber. Hi. So, für die Freundin machst du dir einen German Anchor Cheeks, eigentlich eine ganz süße Sache, ja? Finde ich cool. Dreh dich mal ein bisschen rüber kurz zu mir, ich möchte mir anzeigen. Nee, Beine, lass die Beine da. Ja, das ist hier. So, sehr cool. Wir werden es mal schnell anzeigen, dann lass ein kleines Grübchen dann machen. Und die Frau wollte, dass du da ein Piercing reinkriegst, beziehungsweise einen Implant. Drehen Sie bitte nochmal kurz. Jawohl. Ich hatte auch mal genau da ein Grübchen. Und glaubt mir, es ist durchs, also ein bisschen weiter oben als du. Das ist irgendwie vom Alter immer weniger geworden. Keine Ahnung warum. Das hast du mir auch gesagt. Also bei mir ist es. Na, du wolltest es wieder machen. Ja, aber es ist weniger geworden, die Grübchen. Also bei mir. Aber viel mehr. Aber finden Sie, dass es noch gut ausschaut? Nein, ich finde es cool. Also ich finde die Idee halt. Eine Seltenheit noch kurz. Ja. Kennen Sie nochmal? Nochmal stärker grinsen. Ja. Das ist so cool, Mann. Danke, danke. Gib mir Mühe. Ja, das ist cool. So, zieh das mal rein hier. Grinst mal. Lachen. Das ist genau drin. Finde ich perfekt so von der Platzierung. Wie in der Wege mit deiner Frau. Perfekt. So. Perfekt. Ja, so. Perfekt. Was man nicht alles tut. Aber sie zahlst ja auch, ne? Umso besser, oder? Wenn geschenkt, dann muss man das auch annehmen. So, Claudia, du kennst meine Videos zu den Themen. Also ich mache als Folgendes, wir haben in der Tat schon da. Ich zeig dir mal kurz, wie der Aufsatz aufsteht. Du kriegst natürlich kleinen Frisches. Ist das größere oder kleinere? Oder du hast mal einen Standard? Am Anfang kleiner. Du kannst später noch alle Größen nehmen. Schau mal, Anfang. Und ich wollte am Anfang größer. Nee, was? Mach's bitte nicht. Ich gebe dir mal, das ist wirklich im Gesicht groß genug, vertrau mir da. Okay. So sieht das Ganze aus. Und du wirst gleich sehen, in der Wange ist es groß genug, sonst ist es größer als dein Links. Okay. In 6 Wochen können wir gerne blau machen, wir können es schwarz machen, wir können es größer machen, alles was du willst. Ich vertraue für den Anfang bitte auf mich erwähnen, wir werden raus. Was das angeht, vertraue ich Ihnen voll und ganz. Das ist sehr, sehr gut. So, Dorte, leg dich mal drauf. Was machst du sonst beruflich? Beruflich Barkeeper. Ah, cool. Na gut, aber jetzt gerade nicht so viel, oder? Mit Lockdown, ne? Kommt überall. Hoffentlich kommt es bald wieder, ne? Corona. Wo arbeitest du denn? In einer Swingerbar. Ah, echt? Ja, Element 6. Element. In der Swingerbar? Ja. Auch nicht schlecht. Was ist da los? Element 6 sagt nicht immer was. Das ist doch irgendwo im 7. Kann das sein? Wo kannst du? Kaiserstraße. Ja, ich weiß schon. Ich werde Auto fahren. Der sagt genau was. Ist da an der Kreuzung, ne? Und ist da viel los in sowas? Nichts zu. Ja, aber sonst so, wenn es Corona ist? Ist viel los? Okay. Macht Spaß? Der Job ist derselbe. Ob ich Kellner bin in einem Puff, in einer Strip, ja, klar. Oder in einem Restaurant, meine Arbeit ist dieselbe. Ja, logisch. Nur verdiene ich im Nachtmilieu, in Puffs, mehr Trinkgeld und darum zahlt sich noch. Und was sind da für Altersleute? Sind das mein Alter, dein Alter? Von 20 bis 60. Also, von Alter 60. Weil ich denke immer so, beim Swinger denke ich immer so, es sind so Leute nur alt, ja? Nein. Das sind auch junge, auch fesche Leute. Nein, bei uns war es so disco-mäßig. Also so wie Disco-Musik, die Leute haben getanzt. In der Disco, Entschuldigung, wir haben Party gemacht. Okay, das ist krass. Party ganz am Schnatzen gegangen, swingermäßig. Ganz easy. Ganz easy, ja. Nicht schlecht. Was kostet Eintritt? Du musst ja da keinen Eintritt zahlen. Aber zwei Getränke haben sie inkludiert. Okay, und was kostet dann, wenn ich dann noch einen Cola trinken will? Kostet es dann 10 Euro oder 5 oder 8 oder was kostet ein Cola? Ja, naja, Abzug ist das keine. Also fair. Normaler Preis, oder? 4 Euro. Ja, das passt. Okay. Ein Heineken kostet 55 Euro. Das ist super, alles ist fair. So. So, guck mal, kommt mal rüber zu mir ein bisschen. Mhm. So, was ich jetzt mache ist, das ist kurz was. Ich nehme so ein Werkzeug, Biopsy Punch heißt das, da mache ich dir ein kleines Loch rein. Und dann machen wir das Implantat rein und das war's. Okay, du bleibst mir einfach so liegen, ich fahre dir ein Stückchen runter. Ja, das Loch kommt gleich durch. Nein, Quatsch, eben genau nicht, das wäre genau scheiße. Also, das Loch geht eben nicht durch. Das Loch ist quasi nur oberflächlich in der Backe drin, weil wenn ich es da durchstechen würde, dann wäre es ein Cheek-Piercing und genau das machen wir eben nicht. Okay, kenn mich aus. Ja, verstanden? Super. So. Und wie wird man der Barkeeper, wie kommt man auf so eine Idee, in seinem Laden zu arbeiten? Haben die das angeschrieben oder? Wie das gewesen ist? Ja. Ich habe ganz normal Inserate geschaut. Okay. Und da stand gar nicht dabei, dass das eine Swingerbar ist. Also normaler Barkeeper ist man dann schon, ja? Ja. Und bin ich dort hingegangen und ich habe schon gesehen, dann. Ja, außen. Ja. Und der Chef hat dann gesagt, ja,
Im Grunde ist das dieselbe Arbeit. Ja klar, logisch. Und die Leute halt da Schnacks ergeben, ja? Und da hat er zu mir gesagt, aber klar. Ist mehr. Und ich wollte es probieren. Ja, und die ersten zwei Wochen habe ich nicht gewusst, wo links und rechts ist. Warum? Naja, wenn jemand von mir bestellt was zum Trinken und er bei Schnacksen tut, ist das also gewöhnungsbedürftig. Die Vögel auch an der Bar, wenn sie wollen? Ja, natürlich. Also wo sie Bock haben? Wo sie Bock haben. Okay, und na gut, das ist natürlich schon komisch, ja. Und dann siehst du zum ersten Mal, was der... Ja klar, wie das abgeht, ja. Und das Erste ist, auch die älteren Damen sind sehr frisch, sehr gut hergerichtet, sportlich. Ja klar, logisch. Das sind gerade diese Damen, die achten für ihren Körper und so. Ich wollte gerade sagen, ich habe oft auch, viele sagen zu mir, dein Job ist grindig, wenn du die alten Frauen hast. Das stimmt nicht. Die sind sehr gepflegt, ganz tolle Frauen. Also ich sage ehrlich was, ich habe mehr, das heißt, ich sage das vor der Kamera, ich habe mehr Empfehlung gehabt für ältere Frauen als für jüngere Frauen. Du, weil die älteren Frauen irgendwie gepflegter waren. Ja, gepflegt die haben eine Ausstrahlung, ne? Nicht eine Ausstrahlung, sauberer. Und auch das Niveau am Reden. Du, ganz klar, das ist was anderes. Unterschiedlich daran. Klar. Na spannend, cool. Nicht schlecht. Ich gebe dir dann eine Karte. Gerne. Eine wirklich Karte, okay. Na vielleicht, wer weiß du. Aber als verheirateter Mann wirst du eh, es ist alles mit so. Wieder kommt dabei, Mann. So, ich werde mal... Nicht erschrecken, ne? Einmal ganz kurz. So, denk ganz schmacksvoll in der Bar, ja? Und schau mal noch drin, ja? Schon gestochen. Ja? Bei mir wird auch gestochen, verstehst du? Ich hab Schmerzen. Wirklich? Mhm. Na, umso besser, bist du in den Augen. So. Wo kommst du her? Frag dich ursprünglich dann, wo kommst du, was für eine Nationalität bist du? Ich Österreich, meine Eltern Ex-Jugoslawien. Mein Vater war Fußballspieler. Ah. Also nur wegen den Kriegsanzeigen. Naja, wie die meisten halt, ne? Leider Gottes, ja. Wo kommt denn der Neck denn her? Selin. Selin. Belgrad, ja. Schöne Stadt aber. Belgrad. Ein paar Stadt, die ich gelebt habe, sind auch schon Belgrad. Ja, klar. Wann war was schon Belgrad? Belgrad war ich noch nicht, aber... Boah, das wird doch klar. Nur wenn jetzt mal wieder alles rum ist und das Leben mal wieder normaler wird. So. Eine Reise nach Belgrad wird das sicher nicht schaden. Du, würden viele Reisen nicht schaden, aber nimm mal bitte. Wie alt bist du, Georgia? 16. Weiß ich nicht, 26? 23? 25? Also, ich glaube doch. Na ehrlich, was ist das? Die Uhr ist süß. Also, auch mit dem? 33. Ehrlich jetzt? Den hätte ich so auf 26 geschätzt. Die Leute sind für mich genug so babymäßig geblieben. Du sei froh. War bei mir auch so. Irgendwann wirst du schon älter. Heute hat mir zum Mädchen 23 geschrieben. Ja, das ist, wie gesagt, du wirkst irgendwie, aber ich keine Ahnung warum, du wirkst einfach recht jung, ja. Du bist ja froh, besser als zu alt, als die. Ja, das wirkst nicht. Na, ich bin jetzt, nach dem 42. Und du schaust aus für 30. Naja, also auch nicht so alt wie du, sage ich auch, bin ich auch immer mit 20 durch. Ich bin lebendig, also vom Haarstil, vom... Ich habe jetzt ein Pullover, weil ich von der Arbeit komme, aber ansonsten bin ich auch eigentlich Hemd, Hose... Ja, im Gesicht ist auch so sportlich cool. Ja, aber im Gesicht sehe ich das vielleicht hier, also von deinen Haaren, vom Watschen. Schaust du dir an? Fertig, cool. Ja. Okay, wir sind fertig. Geschafft. So. Gut. Guter Mann. Alles okay? Gut. Gut. You're happy? Nur warum ist es so rot hier? Naja, weil es blutet gerade mal ein bisschen. Ja, und das tut es noch, weil wir da natürlich in der Wange ein recht starkes Gewebe haben. Jetzt habe ich eine Frage. Das Gehirn in 2 Minuten. Haben wir Ihren Wunsch erfüllt? Ist das genau ein Grüppchen, wo Sie es haben wollen? Perfekt, da, wo Sie es haben wollen. Wie geht es wirklich um Sie? Ja, ja, weil du hast, also jetzt kannst du dir ja, alles 1000 Punkte, ja. Was genau wie ich gemacht habe. Also da gibt es nichts zu meckern. So, ich zeige es nochmal kurz, das ist es. Grinst noch einmal, mein Lieber, für die Kamera. Yes, that's it. So grinst der Barkeeper. Okay. Der beste Mann. Danke. Ja. In diesem Sinne, George, danke dir und euch danke fürs Zuschauen. Warte, kurz eins noch. Ich erkläre noch die Pflege von lauter Video. Ja, bitte. Du nimmst bitte das mit, das kriegst du gesehen von mir. Erster Schritt ist Hände waschen, Hände desinfizieren. Sowieso. Dann nimmst du Spray auf die Backe drauf. Mhm. Einwirkzeit 30, 40 Sekunden. Brauchst keine Uhr stellen, aber einfach ein paar Sekunden machen. Mhm. Nimm eine Küchenrolle, reinige es mit der Küchenrolle und du bist fertig. Soll ich jetzt hier Reinigungsspezial? Nee, also du sprühst es, nimmst die Küchenrolle, tupfst es einfach nur so an. Okay? Mit dem. Mit dem. Und danach kommt das Gel drauf, da reicht ein Tropfen, wenig. Einfach nur einschmieren und das war's. Okay? Das bedeutet,
mit dem Tuch. Ja. Und das schon einschmieren. Ja, genau. Sprühen, Tuch reinigen, einschmieren. Das ist ganz einfach, 6 Wochen lang. 3 Wochen morgens und abends und 3 Wochen abends. Steht hier am Stellschild. Mein Lieber, ich wünsche dir was. Und jetzt, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.